Ich heiße Jeanne Claret. Ich bin 38 Jahre alt, habe zwei wunderbare Kinder und natürlich auch den passenden Vater. Er ist Zahnarzt und schön wie ein Gott. Wie alle Paare haben wir gelegentlich Probleme, aber am Ende vertragen wir uns jedes Mal. Ich habe viel über uns nachgedacht. Die zweimonatige Trennung hat mir die Augen geöffnet. Ich bin schon jahrelang nicht mehr für dich da gewesen. Es ging immer nur um die Kinder. Du hast es dir anders vorgestellt. Ich habe endlich mit dem Beckenbodentraining angefangen. Ich habe mich geändert. Heirate mich. Ich habe jemanden kennengelernt. Ich habe jemanden kennengelernt. Du meinst eine andere Frau? Sie ist schwanger. Was? Schwanger von wem denn? Es wird ein Junge. Und wie lange läuft das schon? Von mir. Was, von mir? Nein, von mir. Ah, von dir. Ja, ich werde dir die Kinder vorstellen. Was? Wir nehmen uns einen Anwalt. Der übliche Weg. Anton. Ich will das gemeinsame Sorgerecht, Jeanne. Pardon, ich verstehe nicht. Ich Was soll das heißen? Ich muss gehen. Draußen. Ihr geht wieder in euer Zimmer. Lasst mich allein. Lasst mich allein. Geht's dir gut? Bist du krank, Mama? Das ist der Klimawandel, sonst nichts. Aber jetzt geht's spielen. Danke, Kinder. Hättest du vielleicht was ganz Starkes zu trinken? In deinem Zustand? Nimm lieber einen Gemüsesaft. Ein Glas Wein haut dich doch sofort um. Oh Mann, diese Geschichte mit dem Sorgerecht macht dich ja richtig fertig. Du bist ein Wrack. Wer bezahlt dich, damit du so rumläufst? Ehrlich, dieser Rock ist furchtbar. Marcel, ich glaube, ich habe einen Penis. Ah, wirklich? Nein, Marcel, ohne Spaß. Ich habe einen Schwanz. So ein Quatsch. Willst du ihn mal sehen? Ja, klar. Ja, ich weiß. Es ist ekelhaft, widerlich, abstoßend. Ich will ihn loswerden. Dann nimm ihn doch ab. Nimm ihn. Ah, ja. Spinnst du oder was? Nimm das. Ah, ist wie Sau. Ah, was ist das? Glaubst du, ich muss jetzt sterben? Ah, mach das weg! Aber das geht nicht, Marcel. Verdammt, nimm das weg! Das geht aber nicht. Ah, wie ist das? Das ist meine Mutter. Ich hab ihn eben nicht richtig gesehen. Ich weiß nicht, ich war so überrascht und erschrocken. Der ist nicht wie die anderen. Ach, wirklich? Er ist einzigartig, einfach einzigartig. Er ist auf keinen Fall barock, aber auch nicht klassisch, ich weiß nicht. Was soll ich sagen? Ein bisschen wie die skandinavischen Möbel. So klare Linien und schön glänzend. Ich finde ihn himmlisch. Jetzt ist er nicht mal so ganz da, wegen der Kälte. Wenn ich mir vorstelle, nach einem heißen Bad, das muss der Wahnsinn sein. Jeanne, meinst du, er funktioniert? Das ist ja so krass! Der Kopf einer Frau mit einem männlichen Geschlechtsteil, Wahnsinn! Was du damit alles machen könntest, ich beneide dich. Wäre ich doch tot.
Ich heiße Jeanne Claret. Ich bin Architektin. Haben Sie sich verlaufen? Das ist mein Kollege. Ein Becher Kräutertee, ein Zäpfchen und dann hopp an die Arbeit, verstanden? Und das sind meine super tolle Nachbarin Marcel und natürlich meine beiden Engel und der passende Vater dazu. Ich habe jemanden kennengelernt. Bis jetzt. Sie ist schwanger. Ich werde dir die Kinder vorstellen. Was? Wir nehmen uns einen Anwalt. Ich will das gemeinsame Sorgerecht, Jeanne. Pardon, ich verstehe nicht. Mein Vater hatte recht. Ohne Schwanz bist du gar nichts. Kuscheln! Nein, bleib draußen! Lass mich allein! Es ist gestern Morgen ganz plötzlich aufgetreten und außerdem tut es jetzt weh. Ich glaube, ich habe einen Penis. So ein Quatsch. Eine Katastrophe. Jetzt machen Sie mir aber Angst. Jetzt bloß keine Panik. Ich bin sehr zuversichtlich. Das ist ekelhaft. Ich will ihn loswerden. Nimm ihn doch ab. Oh, mach das weg! Eine Mutter mit Schwanz, das ist immerhin sehr peinlich. Bitte nicht so vulgär, Jeanne. Welche Frau würde nicht wissen wollen, wie sich das anfühlt? Ich verzichte. Stürz dich runter. Ich wette, du kannst fliegen. Sie stehen jetzt auf, geben sich die Hand und sie werden zusammenarbeiten. Oh, pardon. So ein blödes Arschloch! Im Augenblick verhält sie sich ein bisschen seltsam. Ich weiß auch nicht, was sie hat. Ja! Verraten Sie mir Ihre Tricks bei den Frauen? Ich meine, wie kriegen Sie sie rum? Müssen die denn so enge Outfits tragen, Marcel? Was ist denn jetzt los? Ich dachte, du bist kein Mann. Jeanne, die ist super. Frauen kommen immer zurück. Sie haben keine Angst, verstehst du? Alles wird wieder gut. Sicher, Dr. Pache? Sie wirken äußerst ratlos auf mich. Ach was? Ganz und gar nicht. Ich komm gleich!